Hallo YouTube und willkommen zum heutigen Guide. Es soll dieses Mal um die Laufbahn des Illusionisten gehen. Ich zeige euch, wo ihr sie herbekommt und was ihr dafür machen müsst. Die Besonderheit ist, mit dem Illusionisten können wir keinen direkten Schaden austeilen. Wir irritieren die Gegner, wir schwächen die Gegner, stärken unsere Gruppe, damit dadurch die gesamte Gruppe mehr Damage macht und besser überleben kann. Aber wir nutzen keinen direkten Schaden. Das ist die Besonderheit. Wenn wir einen Blick auf die Map werfen, ist unser Anlaufpunkt der Kontrollpunkt Ruhestadt. Denn von hier gibt es die Möglichkeit, durch das Tor in das Steppenland zu geraten. Wenn ihr die Story ganz normal vorantreibt, werdet ihr früher oder später hier durchkommen. Es gibt aber auch nochmal einen Weg, das Ganze hier links zu skippen. Dann könnt ihr hier einmal drumherum laufen. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, hier in dem Gebiet, wenn ihr hier nach unten düst, gibt es eine Höhle. Die könnt ihr durchkreuzen. Sehr schwer ist das Ganze allerdings. Dann kommt ihr hier an, könnt dann hier einmal komplett nach unten durchlaufen, kommt in die Hauptstadt und von hier aus könnten wir dann zu dem Spot gehen, wo ich mich gerade befinde. Der ist genau an dieser Stelle. Wenn ich näher hineingehe, sehen wir den Schrein der Andacht. An dem befinde ich mich. Wir düsen jetzt einmal dort hinauf. Es wird sich gleich ein Geist dort oben befinden. Mit dem sprechen wir. Geben diesem Geist 50 Gold. Und dann habt ihr auch den Illusionisten freigeschaltet. Für euren Hauptschar, Vasallen können diese Laufbahn nicht einschlagen.